Black Mirror 2, Folge 55. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, es geht weiter mit unserem atmosphärischen Adventure. Ich muss gestehen, es ist fast einen Monat her, dass ich gespielt habe. Warum das so lange ist? Naja, manchmal ist es auch Zufall. Ich suche mir das auch nicht immer so aus. Im Januar war eben der Kanal voll. Wie das klingt, der Kanal war voll. Und das Main Event war Phasmophobia. Aber jetzt geht es auf jeden Fall ein bisschen weiter. Ich habe aber die Zeit genutzt, um zu schauen, ob ich Fotos vergessen habe. Ihr wisst, was ich meine. Man kann ja mit dem Fotoapparat, den ich jetzt gerade nicht besitze, Fotos knipsen und dann Extras freischalten. Und ich muss gestehen, es gab 8 Möglichkeiten in Kapitel 3 und ich habe gerade mal 2 erwischt. Und schon wenig. Das heißt, ich wollte jetzt in dieser Session, nicht in dieser Folge, sondern in dieser Session, jetzt hier am Anfang, mal die Hälfte von diesen noch verbleibenden 6 quasi einholen. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Ich habe mir da wie so oft was vorbereitet. Und dann geht's mit dem Spiel weiter. Und in der nächsten Session die anderen 3. Ja. Ich habe jetzt nicht unbedingt darauf geachtet, dass es in der richtigen Reihenfolge ist. Das ist ja egal. Hauptsache, ich sammle sie ein. Das heißt, ich werde jetzt mal etwas anderes laden. Also wundert euch nicht. Ich habe das Seifenblasen genannt. Denn es gibt tatsächlich eine Möglichkeit zu knipsen, wenn er, also Bobby... Ist das Bobby? Das habe ich gerade selber überlegt. Er ist schon Bobby, oder? Oder war Bobby der aus dem ersten Teil? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ne, er ist schon Bobby, oder? Der aus dem ersten Teil hieß, glaube ich, Ralph. Aber Bobby hieß doch die Puppe, oder? Egal. Jetzt komme ich durcheinander. Nein, aber wenn er mit dem Seifenblasenspiel spielt... Ich lade es jetzt mal kurz. Wenn er spielt... Ja, es ist Bobby. Hieß nicht die Puppe Bobby? Na, egal. Vielleicht sollte es auch so sein. Ja, wenn er spielt, kann man knipsen. Ja, gut. Das muss man auch schon mal wissen oder treffen oder das ist natürlich schon... Aber egal, wir machen das jetzt einfach miteinander. Dann ist das schon mal weg. Schau mal, Bobby. Ich drück das jetzt natürlich weg. Das interessiert uns nicht. Wir wollen ja nur knipsen. Wenn er mich lässt. Seht ihr? Da muss man natürlich schon mal drauf kommen. Damit ist das aber freigeschaltet. Ich verspreche euch, wir schauen in der letzten Folge oder in einer späteren, danach, uns alles an. Aber ihr seht, hat funktioniert. Ich habe es auch ohne euch nicht gemacht. Jetzt weiß ich nicht, muss ich... Nee, ich muss nicht warten, bis er fertig ist, oder? Er hört ja so gesehen nicht auf. Ja, ich habe nochmal was anderes vorbereitet. Und zwar habe ich es Kompressor genannt. Denn... Gehen wir jetzt auch mal kurz rein. Man kann auch den Kompressor fotografieren und den Inhalt dieses Spindes. Ja, das sind also die 3 dann. Jetzt mache ich vom Kompressor 1. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Natürlich nicht. Ich habe da extra auf euch gewartet, habe da in Anführungsstrichen hingespielt. Bei Bobby auf jeden Fall. Ich möchte halt alles zeigen. Ein sehr schönes Motiv. Okay. Okay, er macht keinen Pling. Das Einzige, was sein könnte, vielleicht habe ich mich da vertan. Vielleicht habe ich das schon mal gemacht. Dann waren es ja doch 3, die ich gefunden habe von diesen 8. Weil er hat dieses Pling nicht gebracht. Vielleicht habe ich das sogar schon gemacht. Irgendwas dachte ich auch, das habe ich doch, oder? Dann hatte ich halt 3 von 8. Juhu, war auch nicht viel besser. Egal, ich stehe hier nicht umsonst, denn den Inhalt des Spindes kann man wohl auch fotografieren. Ich weiß es nur nicht, ob jetzt schon oder ob ich dafür in den Screen muss. Nee, jetzt geht es noch nicht. Muss ich erst reinschauen. Gut, dann hatte ich den Kompressor schon. Weil sonst wäre das Symbol gekommen. Alleine habe ich es nicht gemacht. Das müsste jetzt aber auf jeden Fall gehen. Dann hatte ich den Kompressor schon. Ist doch nicht schlimm. Dann waren es 3 von 8. Was auch nicht viel besser ist. Ah, und jetzt kommt das. Dann hatte ich den Kompressor schon. Das soll mir auch recht sein, wenn ich nicht total gefailt habe. Ist ja auch egal. Tatsache ist,
dass jetzt insgesamt noch, jetzt muss ich selber überlegen, 3 fehlen. Genau. Ich kann da jetzt wieder rausgehen. Ich kann auch unseren Spielstand wieder laden, das ist jetzt nicht. Aber ich habe gedacht, ich komme hier nochmal raus. Komme ich hier raus? Nee, kann man glaube ich gar nicht, gell? Kann man da nicht rausgehen? Wahrscheinlich lässt er eigentlich ohne weiteres raus, weil man da was zu erledigen hat. Wobei hier auch wieder so dieses... Hier ist wieder so ein Klicken, oder? Ja, da war wieder keine Beschriftung. Das ist in letzter Zeit irgendwie schon merkwürdig, oder? Nee, ich wollte kurz zusammenfassen, was wir jetzt geknipst haben. Wir hatten die Straße. Dann hatten wir... Jetzt muss ich überlegen, was habe ich noch geknipst? Die Straße habe ich fotografiert. Ich habe jetzt den Kompressor. Bobby. Den Inhalt des mittleren Schranks. Was habe ich denn außer der Straße noch fotografiert? Ach ja, die Wassertanks. Genau, also 5. Das heißt, es fehlen jetzt noch 3. Genau, stimmt. Und diese 3 muss ich erstmal hinspielen. Das heißt, das werde ich bis zur nächsten Session einmal versuchen. Unter anderem kann man wohl den schlafenden Murray fotografieren. Ja. Dann war noch der Schacht, der so nach unten ging, wo wir die Lore runtergeworfen haben. Und die Biergläser im Pub. Da muss ich natürlich erst kurz hinspielen, aber jetzt haben wir mal, gut, ich dachte eigentlich 3, jetzt waren es halt 2. Jetzt haben wir 2 geholt, insgesamt haben wir jetzt 5 von 8. Ja. So viel Zeit muss sein. Genau. Und jetzt machen wir hier weiter. Jetzt können wir ganz in Ruhe weiter zocken. Ich hoffe halt, dass ich hier am 4. Kapitel nicht auch schon wieder alles vergesse, verpasse, was auch immer. Problem ist natürlich... Ich habe keine Kamera im Augenblick. Wir hatten beim letzten Mal aufgehört bei dieser Kiste, weil ich dachte, oh weh, das gibt bestimmt ein Rätsel oder ein Minispiel. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Wenn es eins ist. Ich hatte da auf jeden Fall ausgemacht. Hier ist natürlich ein Vorhängeschloss. Das Schloss im Deckel lässt vermuten, dass sich der Deckel nicht einfach öffnen lässt. Ab. So ist es. Naja, gut, das war zu erwarten. Ich schätze, die Truhe ist nicht so alt, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Solche Zahlenschlösser gibt es meines Wissens nach noch nicht so lange. Man muss die richtige Kombination aus 3 Ziffern eingeben. Nur, wie lautet sie? Was hat das Schloss mit der Kiste zu tun? Die Kiste kann doch für sich alleine alt sein und das Schloss nachträglich angebracht. Also, oder? Was hat denn das damit zu tun? Ich kann nicht einfach herumprobieren. Es gibt zu viele mögliche Kombinationen. Ja, wie geht es? 3 mal 3 mal 3, irgendwie so geht's doch, gell? Was sind das für eine Verzierung? Die Schnitzerei zeigt kleine Kreise über einer Linie. Vielleicht irgendwelche Höhenangaben? Höhenangaben? Das sind zu viele Kreise, als dass ich sie mir merken könnte. Das sind zu viele... Okay, das verstehe ich nicht so ganz. Also an die Kiste komme ich nicht ran, ich habe die Kombination nicht. Damit. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, was wir überhaupt schon alles in Ruhe angeschaut haben. Am Flügel waren wir schon. Ich hätte gern meine Kamera... Aber das ist natürlich jetzt toll. Und wenn hier was zu knipsen ist und ich die Kamera nicht gleich finde, stehe ich wieder im Wald. Was war eigentlich am Flügel? Warum kann ich den noch anklicken? Den hatten wir doch schon. Ich wüsste nicht, was ich spielen sollte. Abgesehen davon, dass ich es vermutlich auch nicht könnte. Ich wüsste nicht, was ich... Warum kann ich da immer noch zugreifen? Ich habe das Butterbrotpapier gefunden. Ich habe immer noch ein Seil oder die Stücke davon. Und das Spielzeug heute. Aber ich hatte hier das meiste schon angeklickt, auch den Kamin, wo ich noch mich gewundert habe, dass das ganze Haus heizen soll. Dieses Schloss dürfte etliche 100 Jahre alt sein. Hä? Man wird es früher nur über Kamine beheizt haben. Vermutlich führt der Schornstein durch mehrere Räume, sodass er... Ja, und so weiter, das kennen wir schon. Ich frage mich halt gerade nur, warum man es immer noch... Aber das habe ich gemeint mit gewundert, aber das hatten wir schon. Tja. Das ist ein bisschen doof jetzt, also... Das Telefon hatte ich auch schon angeklickt, da hat er sowas gesagt wie, was soll ich jetzt damit machen? Ich könnte nochmal nach oben gehen. Das macht nur wahrscheinlich wenig Sinn. Da gibt es nur den Ausgang. Ich weiß nicht, ob es abgesperrt ist. Ich gehe jetzt nochmal kurz nach oben. Ich lasse die Animation jetzt einmal laufen, damit ihr das mal gesehen habt. Bobby schläft noch. Ich drücke hier nochmal die Escape-Taste, will ich schon sagen, die Leertaste. Nee. Also hier finde ich die Kombination bestimmt nicht. Und fragen kann ich ihn vermutlich immer noch nicht. Er ist immer noch bewusstlos und gefesselt. Ja, das bringt nichts hier oben. Das bringt nichts. Ich gehe mal zu diesem Ausgang. Das ist das Einzige, was mir im Augenblick einfällt.
Vielleicht können wir in den Garten gehen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Die Eingangstür. Dort geht es raus in die Freiheit. Sozusagen. War die Eingangstür nicht hier irgendwo? Vom ersten Teil noch? Rausgehen? Ohne meine Sachen? Ich brauche meine Kamera zurück. Und Angelinas Aufzeichnungen. Das ganze Zeug. Irgendwo hier muss der Kram sein. Ja gut, aber ich mache jetzt mal Leertaste. Telefon, Klavier, Kamin und Truhe. Ah, ich habe eine Idee. Aber was bringt mir das in Bezug auf die Truhe? Aber das Butterbrotpapier, aber ich habe ja keinen Bleistift oder sowas. Bestimmt soll ich ein Stück Kohle nehmen oder sowas. Um damit es abzurubbeln, aber was bringt mir das? Aber das könnte natürlich... Fehlt nur noch ein Stift oder etwas in der Art. Ja, ich weiß. Nimm doch ein Stück Kohle. Aber der wollte ja gerade nichts nehmen oder macht das jetzt? Dieses Schloss dürfte Ed vermutlich... Ja, ich weiß, aber nimm doch bitte ein Stück Kohle aus dem Kamin. Ich wüsste nicht, wie ich sonst an den Stift kommen soll. Jetzt habe ich nochmal links geklickt. Also, was sind die jetzt? Links, rechts? Was darf es denn jetzt sein? Es sieht nicht so aus, als hätte hier kürzlich ein Feuer gebrannt. Aber da liegen noch verkohlte Holzstücke im Kamin. Ah, okay. Ja, eben. Dieses Schloss dürfte etliche vermutlich... Okay, ich wollte nochmal die Kohlestücke anklicken, macht er nicht. Ja, jetzt nehme ich das Kohlestück natürlich, gell? Ich nehme eines der kleineren Stücke. Nur warum ich das abpausen muss? Bäh, jetzt sind meine Finger schwarz. Weiß ich nicht. Ein kleines, stark verkohltes Holzstück aus dem Kamin. Es ist nur etwas größer als ein Feuerzeug. Gut, vielleicht hat es was mit der Kombination zu tun oder so. Dass ich das jetzt abpausen muss, das kann natürlich schon sein. Wage ich nicht zu bezweifeln. Weiß noch nicht, was das soll. Aber versuchen wir, was anderes weiß ich gerade nicht. Die Kreise sind Vertiefungen im Holz. Das heißt, ich müsste sie mit dem Stück Kohle aufs Papier pausen können. Hat gut funktioniert. Man kann sowohl die Kreise als auch die Linien gut erkennen. Ja gut, aber... Naja, okay, und jetzt? Ob die Kreise auf der Truhe vereinfachte Noten sind? Noten, die nur die Tonhöhe, nicht aber die Länge angeben? Oh je, das habe ich erst das letzte Mal gehabt in einer privaten Session Darkfall. Da musste ich auch was nachspielen. Ich bin da nicht gut darin. Ich kann Noten nicht lesen. Aber hilft ja nichts. Soll ich mal speichern? Ach nee, kann ja eigentlich nichts passieren, oder? Kann ja eigentlich nichts passieren. Ja, aber ich kann keine Noten lesen. Ob die Kreise auf der Truhe vereinfachte Noten sind? Ja, wenn das wirklich Noten sind, fehlt ein Anfangspunkt. Vielleicht kann man irgendwo anfangen und muss nur die relative Höhe der Noten zueinander beachten. Was ist los? Ja, und jetzt? Oh, bitte nicht. Und jetzt soll ich das spielen, oder was? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß nicht, was das heißt. Was heißt das? Also, ich weiß nicht, wie man sowas spielt. Ich kann keine Noten lesen. Klar, das ist so... Also so irgendwie. Also man muss dann hoch und runter, das ist schon klar. Aber ich weiß nicht, warum man die schwarzen Tasten anschlägt oder... Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Ich denke, das da könnte so eine schwarze Taste sein. Ich kenne mich mit Noten überhaupt nicht aus. Was kann ich denn alles anklicken? Ab hier. Also dann... Das könnte aber auch die da sein. Oder die Vierteltasten sind genau auf der Linie. Ja, toll. Okay, ich versuch's mal. Also das wäre dann eins höher. Dann nochmal das gleiche. Dann eigentlich eins runter, das da. Also wenn das die Viertelhöhe ist. Das habe ich nicht geklickt, Freund. Kann ich die schwarzen Tasten überhaupt? Achso, ich kann die schwarzen Tasten nicht. Achso. Ich gehe da mal kurz raus. Ich muss ja irgendwie resetten. Nochmal. Also schwarzen Tasten ist es nicht. Ja gut, also irgendwo anfangen. Okay, also da. Dann ein bisschen höher. Aber gut, ein bisschen höher ist natürlich, was ist dann das? Vielleicht ist das doppelt hoch. Dann nochmal. Dann eins zurück. Ja toll, und was heißt jetzt das da zum Beispiel? Das kriege ich niemals hin. Die sind ja immer dieselben. Das sind ja immer wahrscheinlich die da. Das kriege ich nicht hin. Also ich weiß nicht, ich kann das nicht. Wie soll ich denn das jetzt hinkriegen? Wer kommt denn auf so eine Idee? Ich kann keine Noten lesen und ich weiß auch nicht, wie ich das spielen soll. Vor allen Dingen sieht es für mich alles gleich aus.
Weil das ist die höchste Note. Welche? Super. Toll. Das ist mittelhoch, also ist es wahrscheinlich die Taste. Die da sind wahrscheinlich die dritte. Also quasi, wenn man so will, 1, 3, 3, 2. Also wisst ihr, wie ich meine? Also 1, 3, 3, 2. So würde ich sagen. Das ist wieder extrem hoch. Wahrscheinlich 4 oder so. Das ist wieder 3. 2, 3 oder so. Oder? Also wenn man so will, es ist eh falsch. 1. 3, 3. 2. Und dann 1, 2, 3, 4. 3, 2, 3. Das ist natürlich falsch. Also, woher soll ich wissen? Ja, toll. Das ist wie damals bei Black Mirror 1 mit dem Dingrätsel. Mit dem Planetenrätsel. Ich bin so wenig ein sternenkundiger Mensch. Astrologe, was weiß ich, wie man sagt. So wenig, wie ich ein Musiker bin. Ich hab keine Ahnung. Wie viele Tasten gibt's denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na toll. Und es sind so gesehen 1, 2, 3, 4, 4, 4 Noten. Geil. Ja, wunderbar. Keine Ahnung, da kann ich jetzt klimpern bis morgen früh. Das ist jetzt einfach Trial and Error. Vielleicht muss ich woanders anfangen. Manche klingen aber auch falsch, finde ich. Also die da klingt irgendwie falsch. Und die klingt auch falsch. Tja. Vielleicht ist das die 1 auf jeden Fall. Vielleicht liege ich mit der 3 gar nicht falsch, aber dann... Ja, toll. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das da. Dann... Ich habe keine Ahnung. Die beiden klingen falsch, gell? Ja, also die muss ich auslassen. Also, ich weiß nicht. Was ist das denn für ein Rätsel, mein Gott? Also, versteht mich nicht falsch, ich wirke jetzt genervt, aber was soll das? Ich kann keine Noten lesen. Wie können die voraussetzen, dass jemand Noten lesen kann? Das ist irgendwie, keine Ahnung, fies. Sowas muss einfach nicht sein, finde ich. So eine Mittelnote oder so. Sonst muss ich einfach in der Lösung schauen. Also ich will jetzt hier nicht 4 Folgen lang an dem Rätsel sterben. Okay. Das ist ja immer dieselbe Note hier. 1, 2, 3, 4 davon. Aber welche ist das? Das ist so die dritthöchste, wenn man so will. Wenn man davon ausgeht, dass das eine richtige ist. Das ist eine falsche. Das ist die zweite, die noch halbwegs normal klingt. Dann ist das wieder eine falsche. Das ist so die dritthöchste. Wisst ihr, was ich meine? Die hier. Also quasi so. Auslassen, 2, auslassen, 3. Dann wieder das da, 2, 2. Also so ähnlich, ich habe die jetzt ausgelassen. Also wisst ihr, wie ich jetzt gerade mir das denke, dass ich vielleicht diese, was so falsch klingen, dass das ein Hinweis ist, auslasse. Also quasi ersthöchste, oder wie man sagen will. Ja, 1, kaputt, 2, wollen wir nicht. Kaputt, 3, zweimal, 3, 3, 2, dann die vierthöchste, das wäre 1, kaputt, 1, kaputt, also 1, 2, 3, und dann die vierte vielleicht, so vielleicht, und dann wieder, kaputt, ja, das war falsch, ganz toll, ja, super, mega, das muss jetzt sein, toll. Okay. Das da. Die ist hier. Das ist die zweite, die geht. Die wollen wir nicht. Hier. Die dritte. 3, 3. 1. 1 kaputt. 2. 1 kaputt. 2 kaputt. 3. 4 wahrscheinlich. Ja, die klingt auch hier. Also es gibt immer eine, die kaputt ist irgendwie. Immer eine, die kaputt klingt. Ja, immer die eine springt immer, wenn man so will. Also 1. 1 kaputt, 2 kaputt, 3, 3. 1 kaputt, 2. 1, 2,
drei, vier. Okay, jetzt muss ich wieder auf die da. Also, das wäre eins. Ich muss das in der nächsten Folge machen. Ich sehe, die Folge ist jetzt durch. Ich muss das in der nächsten Folge in Ruhe machen. Ich hoffe, ich krieg's in der nächsten hin. Jetzt habe ich zumindest mal das mit den Fotos abgeholt. Vielleicht schaffe ich das ja mit dem Klavier noch. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ob ich das packe, dann müsst ihr die nächste Folge anschauen. Und da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin. Tschüss.